Tippen Sie im Notebook, legen Sie Zettel rein oder in Ihrem Fall vielleicht einen Check. Alles zusammen. Ich war schon so verzweifelt, weil ich nichts zu schreiben hatte und irgendwie der Seitenrand nicht ausreichte, dass ich sogar auf Geldscheinen schon Notizen mache. Das sieht dann ein bisschen merkwürdig aus, aber also die Technik, man versucht natürlich immer, um Gottes Willen, mit dem schönsten, feinsten Bleistift ganz grazile Anmerkungen zu machen, die der Nachwelt dann beweisen, wie profund man gedacht hat. Aber das ist nicht wirklich Teil, wenn ich ehrlich bin, des Arbeitsalltags schon. Man hat gar kein gebundenes Buch als Literaturkritiker meistens, sondern man liest Fahnen. Das heißt, ein Stapel mit Fotokopien, der fällt mir jedenfalls verdammt oft runter. Dann macht man natürlich brutale Eselsohren rein und die häufigste Anmerkung, die Sie in meiner Bibliothek finden, ist ZF. Das ist nicht ein Zeppelin-Fan oder Zorro-Fan oder sowas, sondern lediglich Zitatfrage. Und so hat jeder sein kleines System darin. Als Fan Ihrer Sendung habe ich natürlich zunächst mal geschaut, welches Buch haben Sie geschrieben und bin dabei dann auf Sie und Er gestoßen. Und was ich als Mensch, der ab und zu mit Küchen zu tun hat, natürlich auch unbedingt gleich haben und lesen wollte. Sie haben das im Jahr 2011 zusammen mit der Ärztin Dr. Eva Gritzmann geschrieben. Und es geht um die kulinarische Geschlechterforschung. Also was ist der Unterschied beim Essen, beim Genießen, beim Bestellen von Essen bei Männern und Frauen? Der Klappentext, den Martin schon zitiert hat, schreibt: ein lustvoll lehrreicher Streifzug durch die Esskultur. Sie haben ja sehr lange und ausgiebig dafür recherchiert, man kann das ja nachlesen. Kann man das Ergebnis dieser kulinarischen Genderforschung zusammenfassen? Ja, auf jeden Fall. Also das Buch entstand aus einer lebenslangen Freundschaft mit einer Schulkameradin von mir. Das klingt so, die Ärztin oder sowas. Eva und ich gingen zusammen zur Schule und sie hat sehr viele Dinge gemacht. Die hat ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht, die Banklehre mal ganz früher, hat dann das Internet im Deutschlandfunk mitgestaltet und dann doch der Familientradition gehorcht und Medizin studiert. Wir haben sehr viele Pläne in 20, 30 Jahren entwickelt, Filme zu machen, Theaterstücke zu schreiben, irgendwas. Aber irgendwann sagten wir, jetzt wollen wir es einfach mal wissen, warum essen so viele Frauen Ziegenkäse und so viele Männer lieber Leberkäse? Das ist einfach aufgefallen, dass man, wenn man aufpasst in der Mensa oder in jedem beliebigen Lokal, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wecken können, welches Getränk und welches Gericht an welches Geschlecht geht. Und da wir doch überzeugt sind, dass wir nicht unbedingt von Natur aus so zur Welt kommen, hat uns interessiert, woran denn das liegt, diese Sozialisation und ob das kulinarische Geschlecht, wenn es das wirklich gibt, ob das dann auch wechselbar ist. Und das ist im Grunde das Fazit, auf das wir hinauslaufen.
Es gibt tatsächlich sicher keine Geschlechterunterschiede, die Sie so im Tierreich niemals finden. Absolut verrückt ist, dass in Deutschland des Jahres 2013 Männer um 100% mehr Fleisch essen als Frauen. Das gibt es unter den Säugetieren irgendwo sonst. Fleisch ist das symbolische Lebensmittel schlechthin. Fleisch hat natürlich was mit der Machtverteilung zu tun. Dann wird das nächste Sie auch, glaube ich, wahrscheinlich erschüttern. Männer trinken viermal so viel Alkohol wie Frauen. Also in Deutschland, ja. Die tolle Nachricht ist, wenn Sie das soziologisch betrachten, gibt es eine emanzipative Geste der Frau schlechthin. Je höher das gesellschaftliche Milieu, in dem eine Frau situiert ist in Deutschland, desto mehr sollte sie. Damit haben wir, glaube ich, den Weg klar gesehen, in den es gehen muss. Das hat uns einfach interessiert. Je mehr man darüber nachdenkt, desto klarer wird einem eben. Natürlich sind wir alle sozialisiert, also wir alle, wir, die wir nicht die Gunst haben, 1980 oder später geboren zu sein, doch mit einer zunächst noch der Vorstellung, dass Geschlecht etwas Naturgegebenes ist. Und zu den großen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts zählt eben der soziale Anteil an dem, was wir Geschlecht nennen, diese Gender Studies. Und das kann man auf jedes Gebiet anwenden. Und wir haben es halt mal versucht, auf die Kulinarik anzuwenden und hatten dabei sehr viel Spaß. Es war eines der ökonomisch sinnlosesten Projekte, die ich je in meinem Leben hatte. Aber es war sehr vergnügend. In Ihrem Buch taucht Asterix auf, das ist mein Lieblingscomic, es taucht Slow Food auf. Wir haben 1997 das Slow Food Museum Nürnberg gegründet. Es taucht die Tüter Slow auf, Herr Spuck ist die erste Tüter Slow außerhalb Italiens. Sie zitieren den Bill Buford mit dem Satz, regional essen bedeutet zunächst schlicht besser essen. Wir haben hier in dieser Halle, 1998, der erste Tag der Regionenstadt, der seit deutschlandweit stattfindet. Sie empfehlen den Film Ratatouille, der eine genial animierte Ratte zeigt. Und die Möbelmacher hatten mal eine Ratte im Logo. Sie empfehlen den Film We Feed the World. Und den haben wir gemeinsam mit der Buchhandlung Lösch im Kino gezeigt. Es sind einfach so wahnsinnig viele Zusammenhänge. Und ich könnte diese Liste noch unendlich, also die könnte noch drei Seiten länger sein. Das ist der Grund, diese Anknüpfungspunkte, warum wir uns erstens wahnsinnig freuen, dass Sie heute hier sind und zweitens Fragen auch von dieser gefühlten Verwandtschaft im Geiste auf andere Leser berichten oder auf welchen Wegen man als Autor dann überhaupt davon erfährt, wie die Leser dann so ein Buch aufnehmen. Also damit treffen Sie wirklich ins Herz dessen, was wir, ich beim Schreiben, aber auch in der Rezeption dann des Buches gedacht haben, nämlich für uns ist das ein Lebenszusammenhang. Wir hassten offen gestanden sogar solche Sachbücher, die irgendwie am Einparkverhalten von Männern und Frauen irgendwelche Weltunterschiede klar machen wollen. Das ist alles Quatsch. Aber darüber nachzudenken, was in der Brust ist, führt einen tatsächlich ganz schnell zu den letzten Dingen der menschlichen Existenz und der Verfasstheit unserer Gesellschaft. Und man landet da bei Fragen, die ganz nahe an Fragen sind, wie sie Franz Kafka vielleicht formulierte. Und ich lasse mir es auch nicht nehmen, und Eva ist recht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Achtsamkeit, mit der man einen Text begegnet, mit der man Gedichte liest, und der Achtsamkeit, mit der man Nahrungsmittel gegenübertritt. Ich habe da überhaupt gar nichts zu predigen, ja, sondern das ist mehr eine Form der Lebenshaltung. Ich glaube aber, dass das für das 21. Jahrhundert unglaubliche Reservare an Subversivität auch im politischen Bereich beinhaltet. Wohingegen vielleicht diese Fragen pro, contra, Kernkraft etc. jetzt mal verschwinden, wie das vielleicht noch in unserer Jugend der Fall war, also weil die Familie eben gleich alt sind. Wir haben so eine Erinnerung an die Friedensbewegung Mutlangen, die wir dann auch nicht so toll fanden, jedenfalls nicht so toll wie die damals in den 80er Jahren auf den Schulhöfen waren. Und wir haben uns erinnert, das hatten wir vergessen, dass wir sogar eine Gegenaktion machten, die dokumentieren wir im Buch, nämlich Essen für den Frieden. Also da muss man eben auch ein bisschen das satirische Gehalt. Davon sehen, man soll sich halt nicht so wichtig nehmen. Aber es ist interessant tatsächlich, wenn man einmal darüber nachzudenken beginnt, dann weiß niemand, wo er damit landet. Und das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Ich
bin ein großer Fan von dieser den von Ihnen vorgeschlagenen Geschmacksexperimenten. Und natürlich haben wir das dann auch gleich gemacht. Es gibt Superschmecker, Normalschmecker und Nichtschmecker. Und natürlich setzt meine Frau zu den Superschmeckern. Und aber ich sehe schon meinen Hund frei. Das ist keine Dampfgarantie. Aber das Schönste ist das neunte Geschmacksexperiment. Also, die Frage habe ich Sie gerade schon beantwortet. Könnte es sein, dass Sie beim Schreiben dieses Buches auch verdammt viel Spaß hatten? Denn das neunte Geschmacksexperiment heißt: Klettern Sie auf einen 8000er. Genießen Sie ein Dutzend Austern. Wiederholen Sie das Experiment irgendwo auf Meereshöhe. Sollten Ihnen die Austern auch dort fad erscheinen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie keine Austern mögen. Einige andere sind etwas ernsthaft gemeint, ich gebe zu, ich war nicht ganz nüchtern, als wir das schrieben. Hat sie zusammen mit einer Überdruckkammer und einer Unterdruckkammer, die bei München steht, und einer Aromachemikerin Dr. Andrea Böhler-Freitag, die das sogenannte Tomatensaft-Mysterium gelöst hat. Eine der brennendsten Fragen der kulinarischen Forschung, warum konsumieren so viele Menschen so gerne Tomatensaft in einem Flugzeug, die sich statt auf Bayern auf Normalnull Tomatensaft zu sich. Und wie hat es wirklich gelöst, indem sie feststellte, dass wir in 10.000 Metern Höhe, also den normalen, der normalen Reiseflughöhe eines Flugzeuges, olfaktorisch, gustatorisch, Geschmack ist zu 90%, 80% Geruch, verdunkelt. Sie wissen, in Loriot, der Adler und wir, der Mensch, sind die einzigen Menschen, sind die einzigen Lebewesen, die in 10.000 Meter Höhe eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. Erfahrene Airline-Köche wissen das, dass sie Flugzeugessen dramatisch stärker würzen müssen als auf normalen Höhen konsumiertes Essen. Und das stimmt tatsächlich. Also unser Geschmacks- und Geruchssinn lässt dramatisch nach. Und deshalb mögen sehr viele Menschen im Flugzeug Tomatensaft, denen er auf Normalhöhe zu aromatisch, zu stechend ist. Und das haben die erst vor 3 Jahren wissenschaftlich und stichfest herausgefunden. Die Köche, die Airline-Köche, aber in der Touristenklasse haben sie da aber nichts gemerkt. Ja. Die wussten es schon ein bisschen länger, ja, oder hatten da entsprechende. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum noch die letzte Blöre im Flugzeug einigermaßen vernünftig oder jedenfalls für die Menschen vernünftig erscheinen werden. Das Wort Müllwebel kommt nach meinen Notizen in Ihrem Buch nur ein einziges Mal, ich war auf Seite 260 vor. Ausgerechnet in einer Frage, warum die Deutschen ihr Geld für Autos, Reisen oder Möbel ausgeben, nicht aber für Nahrungsmittel. Zugegeben, Autos und Reisen sind jetzt nicht wirklich wichtig, aber Möbel. Sie sprechen mit einem kramgebeugten Menschen. 2,5 Jahre suchten wir in Köln, meine Frau und ich, nach einer neuen Bleibe. Und nach 2,5 Jahren fanden wir sie endlich. Das hieß aber auch, dass ich endgültig Abschied nehmen musste von den schäbigen IKEA-Regalen und einmal im Leben mir den Raum erfüllen konnte, eine vernünftige Bibliothek für meine Bücher zu finden. Leider musste die Zahl der Bücher da um etwa 50% reduziert werden. Das ist natürlich für jeden passionierten Leser eine schwierige Entscheidung. Wahrscheinlich, ich will aus meinem Herzen da keine Neuprobe machen, wahrscheinlich hängt dieses etwas abfällige Verhältnis dazu, dass in diesem Satz aufkommt, an der Entscheidung meiner Schwester, sich mit 18,5 Jahren bis über beide Ohren zu verschulden, um sich komplett in Mooreiche einzukacheln. eine Bewegung, die ich eher so mit ägyptischen Pharaonen oder so in den Film setze. Möbel sind gefährlich. Also insbesondere junge Menschen, die viel Geld für Möbel ausgeben, da habe ich immer gedacht, das ist so eine Sackgasse des Lebens, die sollte man nicht betreten. Aber jetzt so, ich hoffe, es ist immer leichter, wenn man 48 Jahre alt ist, zu sagen, man sei mittleren Alters, weil man einmal auf falschen Wege geguckt und so, und es ist schon das Endalter. Ja, das weiß man ja nicht so. Jetzt bin ich eher geneigt, Geld für Möbel auszugeben. Auf der Serviette eines Kölner Caterers steht der Satz, den ich so toll fand und
den wir heute auch sicher hier. Unbeaufsichtigte Kinder erhalten einen doppelten Espresso und am Haustier nach ihrer Wahl. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue, und kaufen Sie Sie und Er von Dr. Eva Witzmann und Dennis Scheck in der Übersetzung von. Ist nicht übersetzt. Nein, das muss ich nicht. Sie brauchen das auch nicht kaufen, Sie können es ausleihen, das ist eine Bibliothek und so weiter. Sonst wird es ja sowas wie eine Heizdeckenveranstaltung. Kurioseste literarische Veranstaltung, die kurioseste Möbelveranstaltung, auf der ich je war. Man hat ja schon, im weitesten Sinne, ich mache jetzt 10 Jahre diese kleine literaturkritische Fernsehsendung, rufe später auch hochwieder Radioredakteur beim Deutschlandfunk. Und man prallt natürlich bei solchen Anfragen selbst ein bisschen zurück, weil man weiß, dass, Rex Wildo, glaube ich, oder sowas. Es kommt so Einkaufszentrum, Möbelmärkte, es kommt ganz. Da denkt man, ist es schon so weit? Aber ein Blick auf die Website hier war mir klar, nee, das hat ja eine andere Dimension, das war sein Darauf. Sie haben ja tatsächlich Germanistik studiert. Soziologie, Politikwissenschaft und offen gestanden, aus dem gleichen Geritt komme ich auch. Ja? Was habe ich falsch gemacht? Mein Leben als Literaturkritiker ist, wenn man doch auch sowas Schönes machen kann. Ja. Genau genommen muss man sagen, es lag daran, dass wir vor ziemlich genau 25 Jahren und einem halben zusammensaßen, die Familie Münzenberg und die Familie Danzer, und gesagt haben, übrigens, Sie sind schwanger. Dann haben die anderen gesagt, wir auch. Und ich hatte eine parallel in der Waschküche meiner Mutter einen kleinen Betrieb bereits aufgebaut, mit einer Kundendatei und all dem und dann. Mein Kompagnon war Schreinermeister. Wir haben uns immer Drachenfliegen kennengelernt. Am Boden, Gott sei Dank. Wenn man sich trifft, dann ist es besser am Boden. Ja. Und haben immer gemeinsam gewöhnt und gesagt, machen wir es mal zusammen selbstständig. Weil er Schreinermeister, ich habe immer Tari schon in deine Kundenpartei gehabt und ja, das war dann der Anlass. Und deswegen ist es kein Zufall, dass die Möbelmacher und unsere Tochter Jana, die Tochter der Danzers Laura auch 25 Jahre alt. Das ist auf jeden Fall Anlass zu feiern. Was haben Sie in der Zeit über die Wohngewohnheiten der Deutschen herausgefunden? Gibt es innerarchitektonische Geschlechterforschung, genau so Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei den Wohnen? Nein. Die Frauen entscheiden und die Männer wohnen. Kaufen Menschen Möbel für die Art, wie sie leben oder für die Art, wie sie leben wollen? Sie kaufen Menschen für die Art, wie sie jetzt dann in Zukunft leben wollen. Das heißt, unsere Aufgabe, nachdem wir auch meistens die Zweiteinrichter als Kunden haben, ist es eher so, dass man sagt, das bleibt jetzt noch und das kann noch eine Zeit lang so sein, aber wenn dann die neue Küche kommt, dann soll sie eben so sein, wie man sich die Küche vorstellt. Und zwar nicht nur die Küche selber jetzt als Möbel, sondern vor allem die Küche als Lebensraum. Unsere Aufgabe ist jetzt, dieses Kochen auf eine ganz andere Ebene zu bringen, als es vorher war, dadurch, dass man an einer Insel sitzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist dann unser Job, diese Gedanken, die die Kunden haben, so umzusetzen. Häufig dadurch, wenn wir drüben ins Musterhaus gehen mit unseren Kunden und die Küche zeigen, und meine Tochter war damals 14 Jahre alt, und hat den Küchenkunden dann gesehen und sie war zufällig da und hat gesagt, und hat er bei Glauben die Wand rausgerissen? Lustigerweise war das dann auch so, die Stadt war etwas mit mir da und ja, Wand ist schon weg. Also wenn ich heute Küchen betrete, neue Küchen, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich habe mich verirrt in den Formel-1-Rennstall. Der Thermomix, an den hat man sich ja gewöhnt, an den Dampfgarer auch, aber den Rotationsverdampfer, den haben wir alle, den kommen aber alle drin. Das ist die Besonderheit der Küchen. Dadurch, dass wir mit dem Holz hier aus der Region arbeiten, dadurch, dass wir massiv Holz da
haben wir ganz andere Möglichkeiten, das individuelle der Kundenwünsche so umzusetzen, dass wirklich genau die Küche rauskommt, die der Kunde haben will. Entweder mit sehr viel Maserung, wenn ich in die Durchgehe stehe, dann mit die Köschbaumküche, oder mit sehr viel Maserung oder sehr wenig oben in der Ausstellung ist ein weißen Glasfronten. Das ist genau diese Möglichkeit, die wir haben, sie so individuell anzupassen, dass jeder genau das drin findet, was er drin haben will. Und meine Aufgabe ist natürlich auch den Dampfkörper, den Tepanyaki, nicht in Rotations... Wie heißt der? Wir sind vielleicht so nicht gar zu Hause, aber beim anderen hat man es zu machen. Lassen Sie noch eine kleine Nische weiterkommen. Ich habe ja den Verdacht, dass wir beide in der gleichen Branche sind. Wir haben beide ein Brett vom Kopf, jeder auf seinen Geist. Letzte Frage, was sollte sich denn ändern? Eigentlich genau das Gleiche, was Sie hier fordern bei der Ernährung. Einfach ein Bewusstsein dafür, mit was ich wohne, wo ich meine Möbel kaufe, aus welchem Holz sie ja nicht geschnitzt, sondern geschreinert sind. Das sind eigentlich die Dinge, die wir uns wünschen, dass wir einfach mehr Bezug wieder zur Region bekommen und dass man sagt, mein Gott, ich weiß, dass in der Region Leute die ganze Häuser bauen können, direkt aus den Materialien aus der Region, mit den Handwerkern aus der Region. Und das wäre unser Wunsch, dass das mehr in die Bewusstsein geht. Okay.